Die Vorbereitungen starten eigentlich mit Ende vom letzten Rennen. Das heißt letzten November mit diversen Sitzungen im Frühjahr. Dann geht es los mit Schneedepot zusammenschieben, wo die Liftgesellschaft mit ihrer Leit sich ziemlich ins Zeug haut, dass wir da für den Frühjahr, für den Start dann eben die Schneedepots haben. Die sind jetzt mittlerweile abgedeckt, das haben wir Anfang September gemacht und momentan sind wir gerade dabei, beim Schneedepot auseinanderschieben, auf der Rennstrecke zu verteilen, in Depot Schnee. Wir sind da sicher um die 500 Leute in dem Team, die da arbeiten. Das fängt an beim Schneepflugfahrer, Busfahrer, natürlich Liftgesellschaft, die Schneiber, die Walzer, die ganzen Pistenmitarbeiter, ohne die eigentlich das ganze Spiel nicht funktionieren würde. Unser Wunsch war ja letztes Jahr schon, dass wir zwei Rennen austragen dürfen. Sind jetzt sehr froh, dass wir auch die Damen hier in Gogl begrüßen dürfen. Zusätzlich dazu kommt die Pistenbreite ein wenig, dass wir eben jetzt vier Durchgänge haben. Und dadurch werden wir versuchen, die ganze Rennpiste ein bisschen breiter zu gestalten. Der Streckenname ist Kirchenkar-Gogl. Unser Start ist auf 2475 Meter. Wir haben eine Höhendifferenz von ca. 210 Meter. Die Streckenlänge ist ca. 560 Meter. Unser steilster Abschnitt ist ca. 62%. Damen und Herren starten beide vom gleichen Start aus, auf der gleichen Seehöhe, mit dem gleichen Ziel natürlich auch. Was wir versuchen, wie wir schon angesprochen haben, die ganze Piste ein wenig zu verbreitern. Und damit werden die Damen eher im rechten Bereich dann fahren, was anspruchstechnisch ein bisschen der einfachere ist als wie bei den Herren. Ja, sicher zu hervorheben ist einfach die Schneesicherheit durch die Höhe, dass einfach das höchste Skigebiet in Österreich ist, außer neben den Gletschern dann. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass man dann zu einer gewissen Zeit vom Gletscher dann in ein normales Skigebiet kommt. Und das ist das, was Gogl auszeichnet. Und natürlich die ganze Hotellerie und die ganze Infrastruktur im Hintergrund ist natürlich auch sehr hervorzuheben. Speziell ist viel adaptiert worden noch für den Weltcup. Und das, glaube ich, ist, jetzt haben wir eine gute Voraussetzung, eine gute Infrastruktur und hoffen, dass wir den noch lange gemeinsam nutzen können. Nein, es macht ja absolut Sinn. Du hast die ganze Infrastruktur, die Mobile, die du aufbauen musst und die Voraussetzungen zu schaffen, um so ein Weltcuprennen durchführen zu können, ist natürlich, macht dann Sinn, natürlich, wenn du das zweimal nutzen kannst. Und da haben wir mit der FIS gemeinsam einen Weg gefunden, dass wir sagen, okay, wir haben die Damen noch dazu, jetzt dürfen wir zwei Rennen machen und die nächste Generalprobe in die Richtung. Und jetzt schauen wir, dass wir das gut machen, dass wir uns für weitere Doppelveranstaltungen empfehlen. Ja, das absolute Highlight vom Vorjahr war sicherlich der dreifache Erfolg unserer Mannschaft. Drei rot-weiß-rote Athleten am Stockerl ist natürlich absolutes Highlight. Ist auch keine Selbstverständlichkeit in Zeiten wie diesen, speziell im Slalom, wo es so viele Sieganwärter gibt. Und wir wären natürlich super, wenn wir das noch annähernd wiederholen könnten. Wir freuen uns sehr, dass wir da heuer jetzt erstmalig auch die Damen begrüßen dürfen. Und ja, hoffen auf ein super Wetter eigentlich an der Renntage. Für uns zählt eigentlich nur, dass wirklich alle zufrieden nach dem Wochenende sagen können, es war eine coole, lässige Veranstaltung hier in Gogl. Und für uns natürlich ganz, ganz wichtig, dass es eine unfallfreie Veranstaltung wird.